Hallo, herzlich willkommen. Wir haben hier ein Microsoft Surface Pro 5, was einfach hängt. Ich zeige euch das kurz. Wenn ihr das einschaltet, zeigt er nur kurz das BIOS-Logo von dem Surface. Den gleichen Fehler gibt es auch beim Pro 6 und beim Pro 7. Beim Pro 7 hat es gereicht, das Gerät zu öffnen und den Akkustecker zu trennen. Hier musste ich das Mainboard ausbauen und den BIOS-Chip tauschen. Hier unten rechts seht ihr den gibt es fertig programmiert bei dem Anbieter Electronic Loop. Damit funktionierte auch das Surface einwandfrei. Auch der Bildausgabe über einen externen Monitor ging mit dem Chip im Gegensatz zu einem anderen gekauften bei eBay. Aber eine Sache geht noch nicht, das ist die Touch-Funktion. Ich hoffe, dass es da in Zukunft noch eine Lösung gibt. Hier seht ihr nochmal die Stromaufnahme mit dem kaputten BIOS-Chip. Das geht kurz auf 600 mA. Ich habe mir da so einen Adapter gebaut von einem kaputten Surface-Netzteil, habe ich das Kabel abgeschnitten und dann ans Labornetzgerät gehängt. Und damit kann ich das betreiben über Labornetzgerät und auch ohne Akku startet hier ein Surface. Hier die oben die beiden Pins müsst ihr berühren, damit das Gerät startet. Dieser Fehler kommt scheinbar relativ häufig vor bei den Surface-Geräten. Leider gibt es im Internet keine adäquaten Lösungen. Es wird da oft gar nicht erwähnt, was die Leute gemacht haben, während ich ja euch immer hier zeige, worauf es ankommt. Deswegen abonniert bitte auch meinen Kanal. Hier habt ihr gerade den Prozessor gesehen. Da wieder der BIOS-Chip und zuerst das war der Speicherriegel. Jetzt nach dem Einlöten des neu programmierten BIOS-Chips macht er erstmal hier in dem Fall bei dem Chip von Electronic Loop BIOS ab. Bitte das Gerät am besten nicht so lose starten, sondern lieber richtig mit dem Kühlkörper, damit es nicht einfach ausgeht und dann habt ihr wieder ein Problem, dann ist nämlich auch das BIOS futsch, deswegen darf das da nicht abstürzen. Hier seht ihr also ganz normalen Start. Ich habe dazu so ein Adapterkabel, dass ich einen Monitor anschließen kann, könnt ihr auch bei eBay kaufen. So kann ich das Gerät vorher testen, das Mainboard, bevor ich es einbaue. Und am Ende zeige ich euch jetzt noch mal kurz das funktionierende Surface. Hier mit dem Logo von Microsoft startet also wieder alles ganz normal. Und auch der Systemstart geht relativ flott. Mit einem anderen BIOS-Chip von eBay hatte ich mal das Problem, dass das Ding total langsam gestartet hat. Diese Probleme habe ich hier nicht gehabt bei dem Chip von Electronic Loop. Deswegen würde ich den von Electronic Loop empfehlen. Ich hoffe, wir finden da noch eine Lösung. Bitte lasst es mich wissen. Ich habe da auch in den Kommentaren einen Hinweis dazu vom Badcaps Forum. Da kann man auch fertig programmierte Files wohl beziehen und dann könnte man sich den Chip auch selber programmieren, wenn man da Erfahrung hat drin. Ich habe es aber bezogen von Electronic Loop.